Ich rufe auf Top 11 unserer Tagesordnung, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Hessisches IT-Sicherheitsgesetz, Drucksache 20-1197 zu Drucksache 20-10752. Dies wird mit dem Änderungsantrag Fraktion der SPD, Drucksache 20-11285, aufgerufen. Und für die Berichterstattung bitte ich Herrn Bauer von der CDU ans Rednerpult. Vielleicht kann ein Kollege dem Herrn Bauer behilflich sein, ihm die Vorlage geben. Ja, ich guck mal. Kommen Sie einfach nach vorne, wir reichen es Ihnen. Dankeschön. Okay, Entschuldigung. Frau Präsidentin, die Beschlussempfehlung aus dem Innenausschuss. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 20-11174 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Dafür waren CDU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD, gegen die Stimmen von SPD, Die Linke und bei Enthaltung der Freien Demokraten. Vielen Dank. Als ersten Redner bitte ich Herrn Leffringhaus von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte ich Herrn Leffringhaus von Bündnis 90 Die Grünen ans Rednerpult. Sie haben das Wort. War da niemand vor mir? Ich war ganz überrascht. So, Herr Rock, wollen Sie noch ein bisschen? Also wir haben draußen einen wunderschönen Vorraum, da kann man auch sitzen und kann sich unterhalten. Dankeschön. Also ich fange mal an. Bitte schenken Sie dem Redner Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte KollegInnen, was passiert im Fall eines IT-Angriffs oder mal einfacher oder anders gefragt, wer macht dann was und auf welcher Grundlage machen die Personen es? Diese Frage habe ich bei der Einbringung dieses Gesetzentwurfs zum Hessischen IT-Sicherheitsgesetz am 21. März gestellt. Und nachdem wir jetzt die Debatte in den Ausschüssen hatten, kann ich für mich feststellen, wir haben hier viel richtig gemacht und auch die Wichtigkeit des Themas wird allgemein anerkannt. Ja, uns trennt im Umgang bei diesem Gesetzentwurf oder trennt uns noch der Umgang mit den Kommunen, was ja auch einmal mit dem Änderungsantrag thematisiert wird, den die SPD gestellt hat. Ein großer Teil davon dreht sich ja darum. Aber in der Innenausschusssitzung, wo es besprochen wurde, wurde auch deutlich gemacht, dass die Kommunen hier viele Angebote des Landes haben und diese auch nutzen. Ja, noch nicht alle sind auf dem höchsten Level, wie wir es uns vielleicht auch wünschen würden, aber die Richtung stimmt. Und wir haben zum Beispiel mit Hessen 3C oder dem KDLZCS, dem Kommunalen Dienstleistungszentrum Cybersicherheit, früh angefangen, hier Unterstützung zu bieten. Aber besonders wichtig ist mir heute festzuhalten, ein Punkt. In den allermeisten Fällen, in denen das Hessische IT-Sicherheitsgesetz jetzt greifen wird, ist das Kind doch sprichwörtlich schon in den Brunnen gefallen. Oder aufs Thema bezogen, dann ist der Mail-Anhang schon längst geöffnet, dann ist der Link angeklickt und auf der dortigen Webseite die Daten vielleicht sogar noch eingegeben. Unsere größte Aufmerksamkeit und Anstrengung muss daher darauf liegen, die Mitarbeitenden in den Behörden und Verwaltungen fit zu machen beim Thema IT-Sicherheit. Da gibt es viel zu tun, wie Vorfälle, das sei es in Tests, die durchgeführt werden, aber auch leider in der täglichen Praxis immer wieder zeigen. Und dabei ist es auch leider egal, ob wir hier über Digital Immigrants oder Digital Natives reden, beide sind anfällig dafür. Aber auch hier sind wir als Land aktiv und bieten diverse Formate. Formate, die auch von den Kommunen wahrgenommen werden, wie ich schon ausgeführt habe. Und ich möchte das, was ich dann im Digitalausschuss zu dem Thema gesagt habe, auch hier nochmal wiederholen. Auf dem letzten Cybersicherheitsgipfel, der am 7. Juni hier in Wiesbaden stattgefunden hat, waren auch viele Bürgermeister vor Ort. Und das hat mich sehr gefreut, deswegen erwähne ich es auch, denn es zeigt doch, wie wichtig das Thema in der jeweiligen Kommune betrachtet wird, wenn man sich als Bürgermeister die Zeit nimmt, den vollen Arbeitsalltag zu unterbrechen und hier nach Wiesbaden zu kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind auf einem guten Weg, auch wenn sicherlich noch viel Strecke vor uns liegt.
Durch das Hessische IT-Sicherheitsgesetz gibt es nun aber eine Grundlage, auf die man im Notfall zurückgreifen kann. Wir werden hier nicht stehen bleiben, das ist klar, denn immer mehr Digitalisierung geht eben auch mit immer mehr Möglichkeiten für IT-Eingriffe einher. Dem stellen wir uns und werden weiter Vorreiter bei diesem Thema sein. Vielen Dank. Für die Linke erteile ich nun Herrn Felstehausen das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Beuth fragte mich gerade oder sagte mir gerade, er wäre gespannt, was Sie jetzt wieder falsch gemacht haben. Nein, es gibt auch Gesetze, die sind sinnvoll, die sind notwendig und die sollte man auch verabschieden. Keine Frage. Nichtsdestotrotz, und das ist natürlich auch die Aufgabe in einem solchen Parlament, und das haben wir ja auch im Ausschuss gemacht, guckt man auf solche Gesetze und überlegt, ist damit alles abgebildet? Oder gibt es noch Punkte, wo man sagt, da wäre auch noch etwas möglich? Und natürlich braucht Hessen ein Gesetz zum Schutz der elektronischen Verwaltung. Ohne IT lassen sich doch heute schon viele Abläufe der öffentlichen Hand gar nicht mehr darstellen. Und gleichzeitig ist genau diese IT-Infrastruktur eben immer größeren und stärkeren Angriffen aus dem Netz ausgesetzt. Und was das bedeutet, musste zuletzt die Stadtverwaltung in Rottgau, die Polizei in Wiesbaden oder die Feuerwehr in Elbtal erfahren. Und es sind eben nicht nur die Kernbereiche der Verwaltung, die immer häufiger angegriffen werden. Ziel von Hacker werden zunehmend dann eben auch Energieversorger, Stadtwerke, Verkehrsunternehmen. Die Abhängigkeit, die wir heute von der IT haben, macht uns eben auch immer angreifbarer. Und die Täter sind staatliche Auftraggeber auf der einen Seite, aber auch kommerziell orientierte Kriminelle oder eben auch nur Menschen, die versuchen, in fremde Netze einzudringen. Und so divers die Motivation der Angreifer sind, so unterschiedlich sind auch ihre Zielbilder der Angriffe. Und mal geht es darum, das staatliche Handeln zu unterminieren, die staatliche Handlungsfähigkeit auszuhebeln, und anderen geht es schlicht und ergreifend um mögliche Datenbeute und damit ein möglichst hohes Lösegeld zu kidnappen. Und auf all diese Bedrohungen braucht es in Hessen eine personelle gute und gut ausgestattete Antwort, einen digitalen Schutzschirm über unsere Daten, unsere Netze und unsere IT-Infrastruktur. Und dafür braucht es selbstverständlich eine Rechtsgrundlage, da in diesen Fällen immer auch in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger, aber auch in die Grundrechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingegriffen wird. Und dieses Ziel, Herr Beuth, das will ich mal ganz deutlich sagen, unterstützen wir als Linke ausdrücklich, dass wir hier eine vernünftige Rechtsgrundlage haben. Aber leider bleibt Hessen mit diesem Gesetz oder präsentiert Hessen mit diesem Gesetz leider einen Schirm, was eben auch noch Löcher hat, und auf die möchte ich hinweisen. Es bleibt für uns nicht verständlich, warum zwar die gesamte Landesinfrastruktur gesichert werden soll, Schulen aber nicht unter den digitalen Schutzschirm fallen. Aber auch hier werden doch große Mengen personenbezogener Daten verarbeitet, und Schule der Zukunft ist doch gar nicht ohne eine funktionsfähige IT-Infrastruktur vorstellbar. Die größten Löcher in der öffentlichen IT-Sicherheit lassen sich aber bei den Kommunen offen. Da hat der Änderungsantrag der SPD völlig zu Recht darauf hingewiesen. Da gibt es zwar eine Reihe freiwilliger Angebote, und sollte sich die Zeit finden, sagt das Land Hessen auch zu, dass es dann Unterstützungsleistungen gibt. Aber es gibt eben keine verpflichtenden Strukturen, die dort aufgebaut werden. Und das reicht eben aus unserer Sicht nicht in einer vernetzten IT-Landschaft. Und daher sind wir der SPD ausdrücklich dankbar für die Initiative, einen neuen § 15 einzufügen, der die Kommunen zumindest verpflichtet, Informationssicherheitsrichtlinien zu erstellen. Und natürlich müssen wir uns dann auch hier über die Finanzierung der kommunalen IT-Sicherheit unterhalten. Das werden Kommunen nicht alleine schaffen. Zumindest die kleineren Kommunen, wir sind wieder bei dem Thema, werden dort nicht die Möglichkeit haben, das alleine zu bewerkstelligen. Es sind nämlich genau diese kleinen Kommunen, die weder personell noch technisch in der Lage sind, sich den immer intensiveren Angriffen denen zur Wehr zu setzen. Und es macht eben Sinn, wie sogar die Stadt Kassel fordert, dass es
eine verpflichtende zentrale Meldestelle für IT-Angriffe in Hessen gibt. Denn die Angriffe, die heute eine Kommune in Nordhessen treffen, bedrohen morgen doch auch alle anderen öffentlichen Einrichtungen in Hessen, die Kommunen, die Stadtwerke, die Krankenhäuser. Hier braucht es eben eine schnelle Eingreiftruppe, die Schadensmeldungen sammelt, auswertet und ad hoc Abwehrmaßnahmen für alle unter dem IT-Sicherheitsschirm sammelt und zur Verfügung stellt. Denn die Sicherheitskette auch im IT-Bereich ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Aber hierfür müsste man eben Geld in die Hand nehmen. Man müsste bereit sein, auf die Kommunen zuzugehen. Aber das ist ja eben nicht die Stärke dieser Landesregierung. Lieber agiert die hessische Landesregierung nach dem Motto, rette sich, wer kann, und in der Not ist sich jeder selbst der Nächste. Meine Damen und Herren, da die Richtung des Gesetzes in die richtige Richtung geht, wir aber noch erhebliche Defizite sehen, insbesondere bei den Kommunen, weil der Schirm einfach noch zu viele Löcher hat, werden wir uns bei diesem Gesetz an dieser Stelle enthalten. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion erteile ich Herrn Lichert nun das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen! Dass ein Gesetz zum Schutz der elektronischen Verwaltung sinnvoll und notwendig ist, das kann, glaube ich, niemand ernsthaft infrage stellen. Aber Gesetze alleine bringen wenig, wenn die Umsetzung nicht gelingt. Ein sehr gutes, schlechtes Beispiel dafür liefert das Online-Zugangsgesetz. Denn das war wieder einmal ein Gigaflop mit Ansage. Laut der Zeitschrift CT waren zum Stichtag Jahresende gerade einmal von den 580 umzusetzenden Verwaltungsleistungen 100 flächendeckend online verfügbar. Dennoch ist der Weg natürlich vorgezeichnet. Die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen wird zwangsläufig voranschreiten müssen. Und wenn Sie über das Online-Frontend, denn das und nur das ist die Forderung des Online-Zugangsgesetzes, wenn es also wirklich über dieses Potemkinsche Dorf hinausgeht und die Verwaltungsvorgänge in der internen Umsetzung und Abbildung tatsächlich einmal vollständig digitalisiert sein werden, dann steigt ja noch die Gefährdung und letzten Endes die Abhängigkeit von funktionierender IT-Infrastruktur. Und deswegen ist dieser gesetzliche Rahmen dringend notwendig. Was an diesem Gesetz positiv ist, das sollen Ihnen bitte schön die regierungstragenden Fraktionen erklären. Ich werde mich auf die kritischen Punkte konzentrieren. Für die allermeisten öffentlichen Leistungen und Verwaltungsleistungen sind nämlich die Kommunen die entscheidende Schnittstelle, sozusagen die letzte Meile zum Bürger und Unternehmen. Aber, und das ist ja bereits von anderen Rednern angesprochen worden, genau diese Kommunen sind die Stiefkinder dieses Gesetzentwurfs. Ich zitiere: Das hitzig statuiert für hessische Gemeinden und Gemeindeverbände keine Verpflichtungen, die über die bereits bestehenden Verpflichtungen zur IT-Sicherheit hinausgehen. Hintergrund ist natürlich auch die kommunale Selbstverwaltung, die völlig zu Recht ein hohes Gut und ein wichtiger Grundsatz unserer staatlichen Ordnung ist. Aber, meine Damen und Herren, ist es nicht reichlich sinnlos, wenn viele andere Gesetze und konkretes Regierungshandeln die Kommunen letztlich in ihrer Entscheidungsfreiheit sowohl de jure als auch de facto derart einschränken, dass diese kommunale Selbstverwaltung kaum noch etwas wert ist? Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was jeder verstehen wird. Die Bundesregierung bricht mit jedem Tag der offenen Grenzen Artikel 16a des Grundgesetzes und Artikel 18 Absatz 2 des Asylgesetzes. Die Ergebnisse sind bekannt. Die verzweifelten Brandbriefe der Landkreise und Kommunen sind es ebenfalls. Aber die Landesregierung interessiert sich nur insoweit dafür, als es für den Wahlkampf verwertbar ist. Der institutionelle Rechtsbruch an Deutschlands Grenzen hat sie nämlich nicht interessiert, solange es CDU und CSU-Innenminister im Bund gab. Und jetzt, passend zum Wahlkampf und zur Spitzenkandidatin der SPD, entdeckt die CDU das Thema. Ich spreche zum Thema der Überlastung der Kommunen. Und wie ich das tue, ist allein meine Entscheidung. Und nun soll ausgerechnet bei dem Thema der IT-Sicherheit
Ausgerechnet bei der IT-Sicherheit und mit all den hochproblematischen Auswirkungen, wenn sie eben nicht hinreichend gut genug umgesetzt werden kann, ausgerechnet bei diesem Thema soll plötzlich die kommunale Selbstverwaltung darauf das hohe Lied gesungen werden und man nagt es nicht, den Kommunen mehr Vorgaben zu machen. Meine Damen und Herren, ist das wirklich Ihr Ernst? Meine Prognose lautet, die normative Kraft des Faktischen wird dafür sorgen, dass wir dort dringend grundsätzliche Veränderungen brauchen. Aber es wäre eine grobe Unsportlichkeit, so zu tun, als würde den Kommunen gar keine Unterstützung zuteil werden. Nein, nein, ich zitiere, die Kommunen und sonstigen Stellen kann das Zentrum für Informationstechnik im Wege der Auftragsverarbeitung entsprechende Dienstleistungen, und jetzt kommt's, in Klammern, je nach Kapazität erbringen. Zitat Ende. Uns ist das zu wenig. Wie eine Lösung tatsächlich aussehen könnte, können wir aufgrund der Zeit natürlich nicht skizzieren. Aber wie es nicht geht, zeigt uns die SPD mit ihrem Änderungsantrag. Dort sollen nämlich die Kommunen in § 15, im neuen § 15, die Kommunen zur Erstellung einer Informationssicherheitsleitlinie verpflichtet werden. Meine Damen und Herren, ganz grundsätzlich, Sicherheit ist immer und überall ein Prozess. Kein Produkt, kein Zustand, ein Prozess. Und dieser braucht einen konzeptionellen Rahmen. Insofern ist es ja inhaltlich richtig, was die SPD fordert. Aber diese Verpflichtung der Kommunen, ausgerechnet in einem Gesetzesentwurf unterzubringen, der gemäß § 1 ganz explizit an die Behörden und Stellen des Landes gerichtet ist, das ist aus unserer Sicht der falsche Weg. Und damit komme ich zum Schluss. Den Änderungsantrag der SPD lehnen wir daher ab, da das Gesetz in Gänze aber gute Elemente enthält und in vielen Punkten auch Fortschritte bietet, werden wir uns dem nicht entgegenstellen und uns enthalten. Vielen Dank. Für die CDU hat Herr Steinraths nun das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! In einer zunehmend digitalisierten Welt sind Cyberangriffe zu einer allgegenwärtigen Bedrohung geworden. Diese Bedrohung macht auch vor Deutschland und Hessen nicht Halt. Immer öfter werden Unternehmen, Organisationen, aber auch die öffentliche Verwaltung Opfer von Cyberangriffen. Der aktuelle Bericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland bewertet diese Bedrohung als so hoch wie noch nie. Seit dem letzten Jahr hat das BSI sogar eine erhöhte Bedrohungslage für Deutschland im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine festgestellt, was auf eine bereits angespannte Gesamtbedrohungslage trifft. Meine Damen und Herren, die Bedrohung durch Cyberkriminalität ist sehr real und die Auswirkungen können verheerend sein. Dies betrifft staatliche Institutionen, Unternehmen und auch Einzelpersonen, da Cybersicherheit letztendlich uns alle betrifft. Egal, ob es um Online-Banking, E-Mails oder Social Media geht, es geht immer um dieselben sensiblen Daten und Informationen, die gestohlen werden können. Aus diesem Grund wollen wir unsere Maßnahmen weiter verbessern. Mit Hessen 3C haben wir in Hessen bereits eine zentrale Einrichtung geschaffen, die starke Cyber-Expertise bündelt und alle öffentlichen Stellen unterstützt. Hessen hat bereits vor vielen Jahren erkannt, wie essentiell die Verstetigung der Cybersicherheit in einer digitalen Gesellschaft ist. Die hessische Cybersicherheitsarchitektur ist da bereits jetzt auf einem sehr hohen Stand und macht unser Land zu einem Vorreiter in diesem wichtigen Bereich, was allerdings nicht heißt, dass wir stehen bleiben. Dieses Engagement möchten wir nun mit dem hessischen IT-Sicherheitsgesetz weiter ausbauen. Das HITSIG schafft die gesetzliche Grundlage, damit Hessen 3C und das Cisco in vollem Umfang einsatzfähig sind und Datenverarbeitung im Bereich Cyber- und IT-Sicherheit durchführen können. Insbesondere im Hinblick auf die ressortübergreifende Koordination und Anforderungsbefugnis im Fall von IT-Krisen ist dies sehr sinnvoll. Der Gesetzentwurf verleiht den Behörden die notwendigen rechtlichen Befugnisse, um ihre Aufgaben auch im Cyberraum zu erfüllen. Um unsere Sicherheit in Hessen sowohl digital als auch analog zu verteidigen, ist dies ein sicherer und guter Schritt. Mit diesem Gesetz leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung unserer Cybersicherheit und schaffen einen noch besseren Schutz gegen Cyberangriffe. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss noch auf unsere Kommunen eingehen. Die Opposition kritisiert, dass das HITSIG grenze die Kommunen angeblich aus. Liebe Freunde, der Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil. Danke. Für uns ist es ein wichtiges Anliegen, den Schutz unserer Städte und Gemeinden vor Cyberangriffen zu stärken. Und eben weil die Angriffsstrategien von Cyberkriminellen immer professioneller werden, müssen sich auch unsere Kommunen konkret auf solche Negativszenarien vorbereiten. Unser Ziel ist es, die Reaktionsfähigkeit der Rathauschefs vor Ort zu stärken und die Kommunen sowie die Bürgerinnen und Bürger besser vor Schäden zu bewahren.
Aus diesem Grund werden vom Hessischen Cyberabwehrausbildungszentrum, Land, Kommunen und dem Kommunalen Dienstleistungszentrum Cybersicherheit kostenfreie Beratungstermine durchgeführt und angeboten, und die sind bereits über 1.000 Mal in Anspruch genommen worden. So geht Einbindung der Kommunen und nicht durch Zwangsverpflichtung, liebe SPD, so wie Sie es hier jetzt wieder fordern. So stärken wir unsere Wehrhaftigkeit in Bezug auf Cyberkriminalität und auf allen Ebenen und leisten mit dem heute vorgelegten Gesetzentwurf einen wichtigen Beitrag für unsere Sicherheit im digitalen Raum. Und ich hoffe daher auf eine breite Zustimmung. Vielen Dank. Für die FDP erteile ich nun Herrn Dr. H.C. Hahn das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja schön, dass jedenfalls in diesem Bereich bisher mal keine Wahlkampfrede gehalten worden ist. Es fällt aber auch, glaube ich, schwer, eine solche wirklich qualifiziert zu halten, da es sehr viele technische Sachen in diesem Gesetz zu regeln sind. Und wie ich auch schon in den anderen Anhörungen im Ausschuss gesagt habe, beziehungsweise der Kollege Stirböck, sind wir vom Grundsatz her mit dem Gesetzentwurf einverstanden. Wir haben, Herr Lebringhaus, nicht nur die Sozialdemokraten, sondern auch wir einen Änderungsantrag eingebracht, den Sie aber leider schon abgelehnt haben im Ausschuss, wo es um dieselbe Problematik ging, die die Sozialdemokraten angesprochen haben, nämlich das Thema, ich nenne es jetzt mal Einbindung der Kommunen in das System. Unser Vorschlag ist jetzt nicht, so wie die Sozialdemokraten in ihrem notiert haben, dass man den Kommunen eine weitere Verpflichtung auferlegt. Da frage ich dann nur, wer soll das bezahlen? Machen das die Kommunen oder ist das Konnexität oder wie ist das? Aber das ist nur am Rande. Ich glaube, es gibt keinen Sinn, in einen solchen Gesetzentwurf eine Verpflichtung hereinzuschreiben, sondern ganz andersrum. Und das war unser Änderungsantrag, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne eine entsprechende Möglichkeit für die Kommunen schaffen, dass sie das Zentrum für Informationssicherheit nicht nur im Wege der Auftragsverarbeitung betrauen dürfen, sondern die Kapazitäten auch selbst nutzen dürfen. Sie wissen, dass in Ihrem Gesetzentwurf da die Einschränkung ist, dass die Kommunen es nur dann dürfen, wenn die Kapazitäten dies erlauben. Ein Schelm, der sich dabei denkt, dass man das selbst regulieren kann, ob die Kapazitäten da sind oder nicht da sind. Also wenn man es nicht will, dann wird den Kommunen geantwortet, sorry, ist ja alles gut, aber wir haben keine Kapazität. Das haben Sie leider nicht haben wollen. Wir halten es für falsch. Wir sind auch der Auffassung, dass wir bei dem Thema Meldepflicht uns noch einmal etwas intensiver mit Vorgaben zu beschäftigen hätten. Und trotzdem muss ich zu dem Ergebnis kommen, für die Freien Demokraten, dass so viel Vernünftiges in dem Gesetz steht, dass wir es nicht blockieren werden und uns der Stimme enthalten werden. Vielen herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion erteile ich nun Herrn Kaffenberger das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörende, wir haben im März in der ersten Lesung schon hier im Haus über das Hessische IT-Sicherheitsgesetz gesprochen. Ich habe damals gesagt, wenn man mal im Netz umschaut, was da so geschrieben wird, da sagt ein Experte, ein IT-Sicherheitsbeauftragter einer Stadt, hat, glaube ich, auf Mastodon damals geschrieben, dass sich für die Kommunen nichts tut und dass das ein Fehler ist. Dann haben wir vielleicht noch hier in der Debatte immer gehört, kommunale Selbstverwaltung ist so wichtig, man darf den Kommunen da nichts auferlegen. Habe ich gedacht, okay, das war zwar mein erster Impuls, aber wir warten mal die Anhörung ab. Jetzt war am 15.06. die Anhörung. Kommunaler Stützenverband, Städtetag, was schreibt da rein? Entgegen jeder Erwartung, wie sonst immer, keine Verpflichtung, nein, ganz im Gegenteil. Der Städtetag selbst schreibt rein, im Prinzip ein Hilfeschrei, bitte verpflichtet uns. Und natürlich, so eine verpflichtende Informationssicherheitsleitlinie, aber auch die Meldepflicht, die bringt Kosten mit sich. Ja? Das ist aber für mich dann ein klarer Fall von Konnexität. Und der Kollege Felstehausen hat es gerade gesagt,
Natürlich muss das das Land bezahlen. Ich denke jetzt, wir haben 3,3 Millionen Euro für dieses Zentrum, glaube ich, eingebrannt. 1 Euro je Einwohner wäre ein guter Beitrag, um dieses Zentrum so auszustatten, dass diese Aufgabe von dem Zentrum für die Kommunen übernommen werden kann. Und normalerweise ist hier in dem Haus immer alles so hoch wie noch nie. Die Ausgaben für alles ist toll, ist so hoch wie noch nie. Und jetzt bei dem Thema IT-Sicherheit. Herr Steinreitz hat gesagt, die Bedrohungslage ist so hoch wie noch nie. Und das ist sie nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine insbesondere. Und dann ist ausnahmsweise die Ausgaben mal nicht so hoch wie noch nie. Und man kümmert sich nicht so viel wie noch nie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Zahlen der Nutzung der freiwilligen Beratungsleistungen des KDLZCS anguckt, ist noch Luft nach oben. Wir haben seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 11 Kommunen, die ihren Stand der IT-Sicherheit nach dem Reifegrad-Konzept verbessert haben. 11 von 422. Und da muss ich sagen, das kann man nur mit einer Verpflichtung besser machen, und die muss das Land am Ende auch finanzieren. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist noch nicht alles. Also, wir haben hier wirklich noch einige andere Kritikpunkte, die ja auch in unserem Änderungsantrag aufgegriffen werden. Wir haben auf europäischer Ebene die NIS-2-Richtlinie, die, glaube ich, Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist. Die wird eine Novellierung dieses Gesetzes notwendig machen, und zwar zeitnah. Und deswegen ist der Dauer einfach Stand jetzt viel zu lange, und wir müssen eine Befristung auf Ende nächsten Jahres vorsehen. Und ich bin auch guter Dinge, dass wir dann hoffentlich in diesem Haus ein besseres Gesetz beschließen und eins, was die Kommunen auch beinhaltet. Kollege Leveringhaus hat noch etwas gesagt, was ich extrem wichtig finde und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Er hat die Frage gestellt, wer macht denn was im Falle eines Cyberangriffs, im Falle wie Rottgau, im Fall Count & Care in Darmstadt mit der Integra. Ja, das macht doch nicht das Land alleine. Wir haben doch beim BSI auch Expertinnen und Experten, die das machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Stellungnahmen des BSI mal anguckt, die sagen nämlich im Prinzip, dass der § 16 des HITSIG es teilweise unmöglich macht, dass der Bund uns noch hilft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich ein Manko am Gesetz. Sie können doch hier kein IT-Sicherheitsgesetz machen, was am Ende die zuständige Bundesbehörde daran hindert, hier uns in Hessen die Hand zu reichen, uns zu helfen in einem Krisenfall. Und in dem Moment biege ich, Sie vermuten es schon, Herr Hahn hat gesagt, es ist schwierig, bei so einem technischen Thema was zum Thema Wahlkampf zu sagen. Aber ich tue es jetzt. Und warum tue ich es? Weil es doch ganz klar ist. Der Innenminister verhandelt doch auf Bundesebene das Konzeptpapier zur Zentralstelle zwischen Bund und Ländern. Das ist in der Abstimmung, es ist noch nicht verabschiedet. Und jetzt ist es doch ganz komisch, dass bevor Bund und Länder sich auf ein Zentralstellenkonzept beim BSI geeinigt haben, man schnell noch ein eigenes Zentrum aus dem Boden stampft und Fakten schafft, anstatt am Ende hier darauf zu warten, was das Ergebnis der Bund-Länder-Verhandlungen ist, wie man sich künftig gemeinsam mit Bund und Ländern die IT-Sicherheit aufteilen will. So. Und da bin ich wirklich, es lässt mich Fragen zurück, wie man bei so einem Thema so fahrlässig damit umgehen kann. Ich würde mir wirklich wünschen, wir fügen eine kommunale Verpflichtung ein, wir bessern an dem § 16 nach, sodass uns weiterhin das BSI im Ernstfall helfen kann, und wir befristen dieses Gesetz bis Ende nächsten Jahres, weil nur das würde ein gutes Gesetz daraus machen. Und deswegen können wir dem auch so nicht zustimmen. Und deswegen gibt es von uns da maximale Enthaltung. Und ich hoffe und ich kämpfe dafür, dass wir im nächsten Jahr ein besseres Gesetz machen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Kaffenberger. Jetzt kommt der Innenminister, Staatsminister Beuth, bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade zum Letzten, Herr Kollege Kaffenberger, mit dem BSI haben wir bestes Einvernehmen. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Wir haben sogar einen Kooperationsvertrag mit denen geschlossen beim BSI. Und wie gesagt, wir arbeiten mit denen jedenfalls mal unter dem bisherigen Präsidenten, also der bisher irgendwie, aber ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, Herr Schönbohm ist, glaube ich, von der Bundesinnenministerin irgendwie entlassen worden. Es war irgendwie eine schwierige Geschichte. Herr Minister, darf ich wohl grundsätzlich fragen? Gestatten Sie Zwischenfragen, der Kollege Kaffenberger? Nein, gut, dann ist auch gut, bitte. Also, wie gesagt, bisher hatten wir ein bestes Einvernehmen.
bei der Frage der Bund-Länder-Verhandlungen, die Sie gerade angesprochen haben, die Zentralstellenfunktion des BSI, wie die ausgestaltet wird, was da tatsächlich passiert, ist ja überhaupt noch völlig offen. Völlig offen. Und die Vorstellung der Bundesinnenministerin zu diesem Thema, dass wir dort eine Behörde haben, die am Ende die hessische oder die Länder sozusagen nur noch als Filialen betrachtet in dem Bereich der Cybersicherheit. Diese Vorstellung teilen wir nicht und teilen die Länder nicht. Und deswegen bin ich dort sozusagen noch nicht ganz sicher, wie es ausgeht. Lassen Sie mich eine dritte Vorbemerkung machen. Sie reden hier wirklich einer Verantwortungsdiffusion das Wort. Ich will mal eins festhalten, und das gilt jetzt mal völlig unabhängig von diesem Gesetz. Jeder hat eine eigene Verantwortung, sich auch ein Stück weit um seine eigene Sicherheit im Netz zu kümmern. Jeder hat diese Verantwortung. Jeder von uns hat diese Verantwortung. Wenn Sie sich ein privaten Laptop kaufen, dann haben Sie die Verantwortung natürlich für sich, dafür zunächst einmal zu sorgen, dass Sie einigermaßen die Sicherheit im Blick haben. So, und so gilt das natürlich auch für die kommunale Familie, die natürlich auch eine eigene Verantwortung hat. Sie betreibt auch eigene Netze. Und in eigenen Netzen haben Sie die eigene Verantwortung. Und im Unterschied vielleicht zu anderen Ländern, zu anderen Bundesländern, haben wir bei uns keine zentralen Angebote für die IT, das IT-Umfeld der Kommunen. Und deswegen muss man halt eben das auch ein Stück weit anders betrachten. Ich bin sehr dankbar, dass die Kollegen hier alle überwiegend vorgetragen haben, dass sie dem hessischen IT-Sicherheitsgesetz zustimmen werden. Wir werden damit die Sicherheit der Verwaltungen ausdrücklich insgesamt weiter erhöhen. Über die Cybergefahren ist genug gesprochen worden. Es ist ein wichtiger Meilenstein, die Widerstandsfähigkeit der hessischen Verwaltung gegen Cyberbedrohung ein Stück weit zu härten. Wir definieren Mindeststandards der Informationssicherheit. Aber ich will auch deutlich machen, dass mit dem hessischen IT-Sicherheitsgesetz werden auch entsprechende Rechtsgrundlagen geschaffen, mit der wir einen effektiven Schutz in der Informationstechnik hinbekommen. Dazu gehört neben diesen Rechtsgrundlagen, dass wir einmal den Bereich der Prävention, zum anderen das Thema Information und zuletzt das Thema Abwehr von Gefahren in den Blick genommen haben und in dem Gesetz niedergelegt haben. Und wir können aufbauen auf einem bereits gut aufgestellten Bereich der Cybersicherheit im Lande Hessen. Wir haben mit Hessen 3C eine, wenn man so will, Bündelungsstelle, wo die relevanten Informationen der hessischen Polizeibehörden, des Landesamtes, des bundesweiten Verwaltungs-CERT-Verbundes und des Nationalen Cyberabwehrzentrums gebündelt werden und wo wir uns dann um die Cybersicherheit der kleinen, mittleren Unternehmen, aber auch der ansässigen kritischen Infrastruktur entsprechend kümmern bzw. sie unterstützen können bei ihren Anliegen. Wir haben daneben die Kommunen, denen wir Unterstützungs- und Ausbildungsangebote liefern. Wir sind im Moment dabei, insbesondere nach den Vorfällen, die hier schon Erwähnung gefunden haben, in Rottgau und in anderen Kommunen ein mobiles Soforthilfepaket Kommunikation und eine Checkliste für die Hilfestellung anzubieten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gilt hier wie an vielen anderen Stellen. Sie werden in Deutschland lange suchen müssen, um ein Land zu finden, was seine Kommunen in dieser Form auch bei diesem wichtigen Thema der Cybersicherheit so unterstützt, wie das Land Hessen das tut. Ich freue mich, wenn Sie dem Gesetz möglichst weitgehend zustimmen wollen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir zur Abstimmung. Die Beschlussfähigkeit ist festgestellt. Es gibt zunächst den Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache 20-11285. Wer dem zustimmt, bitte um das Handzeichen. Das ist die SPD und die Linken. Wer ist dagegen? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, Kollege Kahnt und die AfD. Enthaltungen gibt es keine. Dann ist der Änderungsantrag abgelehnt. Dann rufe ich auf zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung Hessisches Gesetz zum Schutz der elektronischen Verwaltung in zweiter Lesung. Wer seine Zustimmung gibt, bitte um das Handzeichen. Das ist CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Überhaupt keine. Gut. Und der Rest enthält sich, nehme ich mal an.
bei Enthaltung von SPD, Linken, FDP und AfD. Damit ist das Gesetz beschlossen und zum Gesetz erhoben.